Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem ich euch vor einigen Tagen bereits zwei Sixlix-Sorten vorgestellt hatte, das Melon on My Mind und das Blue Monia, möchte ich euch heute das Liquid Gold und das Bite the Bullet vorstellen. Auch hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich bereits eine Sorte längere Zeit gedampft und die andere noch überhaupt nicht. Welche von beiden ich schon länger gedampft habe, dazu kommen wir gleich. Erstmal ganz kurz noch die Fakten. Die Liquids kommen in 120 ml Chubby Gorilla Flaschen mit 100 ml Inhalt. Das heißt, wir haben 100 ml überdosiertes Liquid. Wir können also das Ganze mit 20 ml Base oder einem Nikotinshot und 10 ml Base oder zwei Nikotinshots auffüllen, um so auf 0, 1,5 oder 3 mg Nikotin zu kommen. Preislich liegen sie bei 29,95 Euro und haben ein Mischverhältnis von 70 VG zu 30 PG. Also nicht für Verdampfer geeignet, wie zum Beispiel, ich sag immer als Beispiel den Melo 3. Melo 3 ist guter Fertigkeuler, gar keine Frage, aber wenn es darum geht, etwas dickflüssigere Liquids zu nutzen, ist der Melo 3 nicht unbedingt geeignet. Gerade wenn es draußen etwas kälter ist, muss man da aufpassen, dass man das Ganze nicht, ja, die Colt sich damit vernichtet innerhalb von kürzester Zeit. Aber für alle anderen Verdampfer, gerade Selbstwickler, sehr gute Liquids, die kann man sehr gut drin dampfen. Ja, wohin fange ich an? Fange ich mit dem an, was ich kenne? Ich fange mit dem an, was ich nicht kenne. Und zwar ist das Liquid Gold. Liquid Gold, mal kurz am Zettel schauen, ich habe mir das aufgeschrieben. Frische Blaubeeren und Himbeeren mit einem Hauch Apfel. Bin ich mal gespannt, gerade Apfel, immer schwierig, was Gutes zu finden. Wollen wir mal gucken, wie das so schmeckt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welches ihr von den 5 Sorten, die es von Sixlix gibt, schon probiert habt und was ihr vielleicht gut oder schlecht findet. Ich werde jetzt insgesamt 4 Sorten, also 2 Sorten habe ich ja schon und noch 2 Sorten jetzt vorstellen. Die 5. Sorte lasse ich weg, einfach aus dem Grund, weil ich die persönlich nicht aufregend fand, weder im Guten noch im Schlechten, war eine okay Sorte. Also die 5., die noch übrig ist, ich weiß gerade gar nicht, wie sie hieß. Muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall die 5. war nicht unbedingt meins, deswegen habe ich das weg. Aber die beiden heute noch vorstellen. Ja, frische Blaubeeren und Himbeeren mit einem Hauch von Apfel. Und das Ganze werde ich testen auf dem Recoil Rebel. Frische Watte ist drin mit der Kodama Box. Wir haben 72,5 Watt mit 0,21 Ohm. Und kurz mal schütteln. Und gucken wir jetzt mal. So. Mach mal ein bisschen was drauf. So, ich musste jetzt erstmal ganz kurz noch die Spitze aufschneiden, weil Chubby Gorilla Flaschen, yay, die Spitze war irgendwie noch zu. Also ich habe kein Liquid rausbekommen aus der Spitze. Ja, toll, das sind die schönen Chubby Gorilla Flaschen, vielen Dank auch. Ich habe noch nicht die Flaschen getestet von 510 Cloud Parks, habe aber von vielen, vielen gehört, dass sie ähnlich sind wie Chubbies, aber besser, dass viele Probleme, die dort auftreten, bei diesen Flaschen hier, bei denen behoben worden sind, werde ich mir definitiv demnächst mal welche kaufen und mal die 510 Cloud Park Flaschen mal testen, ob die wirklich so gut sind. Wäre natürlich geil, weil ich suche schon seit langem mal Alternativen zu diesen blöden Chubby Flaschen, weil ich damit eigentlich nur Probleme habe. Entweder fliegt mir vorne der Deckel ab und ich habe die ganze Suppe über der Hose oder wie jetzt zum Beispiel, die Spitze ist gar nicht offen. Naja gut, wollen wir mal nicht über die Flaschen meckern, es geht ja ums Liquid. Also frische Blaubeeren mit einem und Himbeeren mit einem Hauch von Apfel. Also, auf geht's. Ja. Also die Blaubeeren kommen sehr gut. Die Himbeere ist relativ dezent, wie ich finde. Und wir haben einen ganz leichten Apfelnote hinten dran. Ist gut, ist lecker. Es ist gut. Es ist aber jetzt nicht wow. Also es ist gut. Immer schwierig zu sagen, aber für mich ist es jetzt ein Liquid, weil ich sage, ja, es ist in Ordnung, man kann es mal dampfen. Ist aber jetzt kein Liquid, was mich jetzt aus den Socken hauen würde, wo ich sagen würde, wow, das beste Liquid, was ich hier gedampft habe. Ist eine schöne Früchtemischung, Blaubeere, Himbeere, mit diesem leichten Apfelnote hinten dran. Es ist okay. Es ist okay. Ja. Also mein Feedback dazu, nicht ganz hoch, nicht seitlich, so. Es ist okay.
Ja, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Liquid. Kommen wir jetzt zu dem, was ich bereits kenne und wo ich weiß, wie es schmeckt, aber ich es euch nochmal zeigen möchte und sagen möchte. Also kommen wir jetzt zum nächsten Liquid, aber erstmal wechsle ich kurz die Watte. Und zwar kommen wir jetzt zu Bite the Bullet. Auf der Homepage steht, eine Kombination aus dunklen Früchten, süß, sauer und etwas herb zugleich. Ich sage euch direkt, es hat mich am ersten Mal dran ziehen, ein kleines bisschen, ganz minimal an Red Esther erinnert. Ich habe persönlich Red Esther sehr lang gedampft, bestimmt ein Dreivierteljahr oder Jahr lang, täglich und war großer Fan. Inzwischen hängt sie zum Hals raus. Deswegen habe ich gehofft, okay, bitte lass es nicht zu sehr nach Red Esther schmecken, weil vorher schon Leute gesagt haben, guck mal, es geht in die richtig leichte Richtung, dunkle Früchte, könnte was Ähnliches sein. Wir testen es jetzt nochmal zusammen. Ich habe schon ein bisschen davon gedampft, wie gesagt, also ich weiß schon ungefähr, wie es schmeckt. Kann aber auch schon mal sagen, es ist kein Red Esther. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr kein Red Esther mögt, das ist auch kein Red Esther. Aber es hat so ein leichte, es erinnert ein bisschen daran, minimal. So, das würde ich mal zusammenfassend sagen. Auch das kostet 29,95, auch hier 100 ml, überdosiert etc. pp. So, also auch hier 72,5 Watt, auf geht's. Es ist halt eine schöne Mischung aus dunklen Früchten. Wir haben diese leichte, herbe, bisschen saure, süße Note. Ich finde es richtig lecker. Das ist persönlich mein absoluter Favorite von den Six Licks. Von den 5 Stück, die auf dem Markt sind. Es ist einfach eine schöne Kombination aus leichte Süße, ein bisschen herb, ein bisschen sauer, mit dunklen Früchten dahinter. Es ist geil. Also, wie gesagt, definitiv mein Favorite von den 5 Six Licks. Und definitiv auch vor Melon on My Mind noch, ist das an erster Stelle für mich. Bite the Bullet, da haben sie echt was Gutes gemacht und auch etwas, was ich persönlich als All Day dampfen könnte. Wenn es nicht wieder so eine teure Flasche wäre, im Moment ist mein Dr. Frost immer noch mein All-Day, neben Blackline, die beiden wechseln sich eigentlich jeden Tag so ein bisschen ab. Wenn das jetzt als Aroma da wäre, würde ich es wahrscheinlich auch als All-Day nutzen. Jetzt noch wieder eine große Chubby-Flasche für 30 Euro pro Pulle, wird halt irgendwann doch ein bisschen teuer. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht als All-Day nutzen, aber für zwischendurch mal so ein, zwei Tage am Stück, definitiv ein Liquid, was ich dampfen kann und was ich auch sehr, sehr gut finde. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ich komme davon, wenn man zwei Videos aneinander dreht. Alles verdammt hier. Bite the Bullet und Liquid Gold. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem ich euch beim letzten... Nein, habe ich ja gar nicht.